Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei der Talk- und Musiksendung auf der 92,4 in München und in ganz Deutschland über Kabel und Satellit. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Das Jahr 2009, es ist das internationale Jahr der Astronomie. Von der UN-Kulturorganisation UNESCO wurde es ins Leben gerufen und insgesamt 140 Länder beteiligen sich mit Kongressen und Veranstaltungen an diesem Jahr. Dieses Jahr soll an die frühesten Beobachtungen Galileo Galileis mit dem Fernrohr vor genau 400 Jahren erinnern. Und wenn wir den Namen Galileo Galilei hören, dann denken wir vor allem auch an die vielen interessanten Artikel in vielen interessanten Zeitschriften, in der der Kirche immer wieder vorgehalten wird, wie wissenschaftsfeindlich sie damals doch war. Haben wir uns gedacht von Radio Horeb, das kann doch eigentlich nicht die Kirche sein, die wir kennen und mögen. Denn die Kirche, die geht eigentlich an die Wahrheit recht unvoreingenommen ran, prüft alles und behält das Gute. Darum haben wir uns heute einen Fachmann für Astronomie eingeladen, einen Mathematiker und Theologen. Beides hat er im Diplom studiert und er hat auch promoviert, also seinen Doktor gemacht über das Thema, nämlich wo sich diese beiden Bereiche schneiden, wo sie sich abgrenzen. Er ist Mathematik- und Religionslehrer am Maria-Theresia-Gymnasium in Augsburg und seit April letzten Jahres Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität in Augsburg, Herr Dr. Ludwig Neithardt. Herr Dr. Neithardt, wann immer man jetzt im Jahr der Astronomie Berichte über die Geschichte dieser Wissenschaft sieht, da wird dort mit mehr oder weniger kritischem Unterton zu hören sein, dass sich die Pioniere der Forschung, ich habe es vorhin schon angesprochen, sich immer heftiger Gegenwehr durch die Kirche erwehren mussten. Da stellt man sich jetzt als gläubiger Mensch die Frage, wurde die Kirche denn damals von der Wissenschaft überrollt oder war sie gar wissenschaftsfeindlich oder wie waren sie denn jetzt wirklich, die Reaktionen der Kirche auf die neuen Sichten der Welt? Die Kirche war niemals wirklich wissenschaftsfeindlich. Da wird seit der neuzeitlichen Aufklärung sehr viel Falsches behauptet. Das Verhältnis Kirche zur Astronomie war viel entspannter und positiver, als man heute so glaubt. Ich hoffe, dass ich hier einige dieser Vorurteile richtigstellen kann. Also eine der gröbsten falschen Vorstellungen ist wohl die, dass die Kirche angeblich gelehrt hätte, die Erde sei eine flache Scheibe. Das habe ich früher als Schüler auch geglaubt. Und dass die Kirche dann sogar Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ, welche diese Vorstellung einer flachen Erde anzweifelten. Das ist also historisch vollkommen falsch. In Wirklichkeit hatte die Vorstellung einer flachen Erdscheibe schon Jahrhunderte vor Christus ausgedient. Bereits um 350 vor Christus hatte der griechische Philosoph Aristoteles überzeugend bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist. Das kann ich ja mal kurz erklären, wie er das gemacht hat. In einem Satz kann man das erklären. Er hat einfach gesagt, schaut auf den Erdschatten, den man bei der Mondfinsternis sehen kann. Da schiebt sich der Erdschatten langsam über den Mond und man erkennt dann, der ist kreisrund. Und das ist ja wirklich in jeder Richtung, egal wo der Mond steht, der ist immer rund. Und es ist klar, der einzige Körper, der in jeder Richtung einen runden Schatten wirft, ist nun mal die Kugel. Das kann man, glaube ich, verstehen, auch wenn man keine Geometrie studiert hat. Das ist ein ganz überzeugendes Argument und hat dann auch wirklich die Gelehrten überzeugt. 100 Jahre später hat dann Eratosthenes, ebenfalls ein Grieche, sogar den Umfang der Erdkugel richtig berechnet. Und einen dritten möchte ich noch nennen, Claudius Ptolemäus. Der hat um 120 nach Christus oder 130, weiß man nicht so genau, ein Buch verfasst mit dem Titel Almagest. Und da hat er die ganzen Erkenntnisse der Griechen über die Astronomie zusammengefasst. Und dieses Buch war nun das Standardbuch, was im Mittelalter benutzt wurde, wenn man Astronomie lernte. Astronomie musste jeder Gelehrte auch lernen. Das war eine der sieben Künste, die man lernen musste. Und deshalb war es klar, dass jeder Gelehrte wusste, die Erde ist eine Kugel. Das ist so ein a priori Beweis, den ich jetzt hier gegeben habe, aus dieser Tatsache, dass Ptolemäus eben das Standardbuch des Mittelalters war für Astronomie. Aber man kann das Ganze auch natürlich bestätigt finden, wenn man die ganzen mittelalterlichen Quellen studiert. Das hat der Forscher Reinhard Krüger getan. Der hat also 1998 zwei Bände über das Weltbild des Mittelalters verfasst, hatte das alles schön dokumentiert und weitere Artikel hat er rausgegeben. Krüger hat nun 80 einflussreiche christliche Autoren gefunden, welche im Mittelalter vor Kolumbus die Kugelform der Erde lehrten. Und auf der Gegenseite fand er nur so eine kleine Handvoll Außenseiter, welche die Scheibenvorstellung noch verteidigten, aber die waren völlig unbedeutend.
Also zu den mittelalterlichen Vertretern der Erdkugel gehörte wirklich alles, was Rang und Namen hat. Nehmen Sie Augustinus, Thomas von Aquin, Hildegard von Bingen oder auch den Papst Silvester II., der übrigens auch Lehrer der Astronomie war und der schon um das Jahr 1000 nach Christus Abhandlungen darüber verfasst hat, wie man Erdgloben herstellt. Oder Alfred der Große, der im Jahre 850 den Angelsachsen erklärte, die Erde sei so rund und kugelförmig wie ein Schildbuckel. Und man findet auch so spanische mittelalterliche Predigten, da heißt es in einer Predigt, die Erde ist so rund wie ein Fußball, mit dem die Kinder spielen. Das heißt, man sieht hier, dass man sogar versucht hat, dem einfachen Volk den Gedanken der runden Erde beizubringen. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie kommt es dann, dass wir so ein völlig falsches, eine völlig falsche Meinung haben von dem Weltbild des Mittelalters. Das liegt eben an den neuzeitlichen Aufklärern. Also nicht alle, aber einige von ihnen haben wirklich diese Tatsachen verschleiert und versucht, die mittelalterliche Kirche als Vertreterin einer flachen Erde hinzustellen. Man setzte zum Beispiel die frei erfundene Legende in Umlauf. Die katholische Kirche in Spanien hätte Kolumbus vor seiner Reise gewarnt, er werde von der Erdscheibe herunterfallen. Also das ist frei erfunden. Oder auch das berühmte Bild, auf dem ein Wanderer zu sehen ist, der an die Grenzen der flachen Erde kommt und seinen Kopf durch die Fixsternsphäre steckt. Das man also heute auch noch in Schulbüchern findet. Aber dieses stammt aus einem Astronomiebuch des 19. Jahrhunderts und gibt also nicht das Weltbild des Mittelalters wieder, sondern dokumentiert nur, wie man sich in der Neuzeit dieses Weltbild fälschlicherweise vorstellte. Es hat eigentlich nur einmal einen aufsehenerregenden Streit zwischen katholischer Kirche und Astronomie gegeben. Das war dann der Fall Galilei, da können wir noch drüber sprechen. Aber da ging es eben nicht darum, ob die Erde flach oder rund ist, sondern eben darum, ob diese runde Erde bewegungslos in der Mitte des Alls schwebt und alle anderen Himmelskörper die Erde umkreisen. Das war damals die etablierte Vorstellung, das sogenannte geozentrische oder ptolemäische Weltbild. Oder aber, ob die Sonne im Mittelpunkt steht und die Erde die Sonne umkreist und sich dabei täglich einmal um sich selbst dreht. Das war die damals revolutionäre These, die zuerst Kopernikus und dann auch Galilei vertreten hat und die man als das heliozentrische Weltbild bezeichnet. Jetzt ist die Frage bei diesen ganzen Geschichten, Sie haben es ja schon erklärt, dass die Menschen damals gar nicht so dumm waren, wie man jetzt heute immer glaubt, wie heute einem weiß gemacht wird. Jetzt ist aber die Frage, es gibt ja immer in der Wissenschaft verschiedene Hypothesen. Also die einen sagen das, die anderen sagen das. Und egal, was jetzt wahr oder falsch ist, man lässt die andere Hypothese normalerweise zumindest leben. Wie ist die katholische Kirche denn da damit umgegangen, wenn jemand jetzt zum Beispiel noch behauptet hat, die Erde ist eine Scheibe? Hat sie denen auf einen Scheiterhaufen gestellt? Nein, also das war kein Gegenstand irgendeines kirchlichen Verfahrens. Da gibt es natürlich falsche Behauptungen. Zum Beispiel wird behauptet, der irische Missionar Vergil, der sei also vom heiligen Bonifatius angezeigt worden beim Papst, weil er lehrte, die Erde sei eine Kugel, so wird behauptet, und dann sei er auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Das ist aber eine falsche Behauptung. Das stimmt nicht. Die historische Wahrheit ist zum Beispiel nur die gewesen, Bonifatius hat an Papst Zacharias geschrieben, ja, also der Mann glaubt, dass auf der anderen Seite der Erde Antipoden existieren. Das sind also Menschen, dass es dort Menschen gibt. Das war umstritten damals, aber der Papst hat dann gesagt, ja, lass mal, ich weiß schon, wie ich mit so einem Fall umgehe. Der hat also nichts getan. Und dieser Vergil, dieser Missionar, ist ja dann sogar Bischof geworden und wird heute als Heiliger verehrt. Das ist der heilige Vergil von Salzburg. Also solche Behauptungen, es ist völlig falsch. Also da ging es nie um diese Leute, die glaubten, es sei eine Scheibe oder eine Kugel. Die gab es natürlich. Also diese Scheibenvertreter waren die absolute Minderheit. Aber man hat hier in keiner Weise irgendwie darüber gestritten, also kirchlicherseits. Die Kirche war also relativ wissenschaftstolerant, war ja auch neugierig, zumindest vom Papst her. Wie sieht es denn mit solchen großen Gestalten, wie zum Beispiel Nikolaus Kopernikus, aus? Er hat ja, das haben Sie schon kurz angesprochen, so mit als erster seit der Antike das heliozentrische Weltbild vertreten, also dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Hatte er jetzt deshalb Probleme mit der katholischen Kirche bekommen? Nein, also Kopernikus hatte niemals Ärger mit der Kirche. Da wird auch Falsches behauptet. Es wird gesagt, er hatte zeitlebens Angst, seine neuen Erkenntnisse zu veröffentlichen, sodass er die Veröffentlichung seines Hauptwerkes über das neue Weltbild bis zu seinem Todesjahr hinauszögerte. Also das stimmt auch, aber er hatte eben nicht Angst vor der katholischen Kirche, sondern er hatte erstens Angst vor dem Spott des Volkes
und zweitens auch vor der damaligen astronomischen Fachwelt. Kopernikus war ja schließlich selbst kein Berufsastronom. Er war vom Beruf Arzt und Jurist und vor allen Dingen Geistlicher. Er war nämlich Domherr zu Frauenburg im katholischen Bistum Ermland in Preußen. Und sein Onkel war der dortige Bischof. Von der katholischen Kirche hatte Kopernikus nichts zu befürchten. Er wurde im Gegenteil stark unterstützt. Denn unter denen, die Kopernikus zur Veröffentlichung seiner Thesen ermutigten, waren gerade auch Geistliche, zum Beispiel Kardinal Schönberg, der wollte das Werk sogar finanzieren. Und nicht zuletzt sogar Papst Clemens VII. Höchstpersönlich. Und als er dann sein Werk mit dem Titel De Revolutionibus Orbium Coelestium 1543 herausgab, das war in seinem Todesjahr, da war es dem damaligen neuen Papst Paul III. Gewidmet, der die Widmung auch gerne annahm. Was hier ganz wichtig ist, ist auch, dass in den folgenden 70 Jahren nach dem Tod des Kopernikus in der katholischen Kirche keine Spur von Kritik auftaucht. Im Gegenteil, an der katholischen Universität Salamanca in Spanien begann man dann sogar, Astronomie sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Modell zu lehren, damit die Studenten vergleichen konnten. Und man ging dann seit 1594 sogar dazu über, nur noch kopernikanisch zu lehren. Man hat also die Lehre übernommen. Man hat die Lehre des Kopernikus auch benutzt für die gregorianische Kalenderreform 1582. Um diese Zeit wurde dem Kopernikus in seiner Heimatstadt Frauenburg sogar vom dortigen Bischof eine marmorne Gedenktafel errichtet, auf der dann stand, dem großen Astronomen und Erneuerer der astronomischen Wissenschaft. Die kirchliche Kritik kam zunächst mal von Martin Luther und den Reformatoren. Luther bezeichnete Kopernikus als einen Narren, der die Astronomie auf den Kopf stelle. Und die anderen Reformatoren, Melanchthon und Calvin, verurteilten seine Lehre ebenfalls. Das lag daran, weil die Reformatoren sich auf Bibelstellen beriefen. Die haben ja die Bibel sehr, sehr wörtlich genommen. Die katholische Theologie hat das nicht getan, jedenfalls nicht zu damaligen Zeitpunkt. Und diese Bibelstellen, die man da gefunden hat, waren zum Beispiel solche wie Psalm 104. Du, O Gott, hast die Erde gegründet, in Ewigkeit wird sie nicht wanken. Ja, die Erde wird nicht wanken, daraus schloss man, aha, sie bewegt sich nicht. Oder Psalm 19, die Sonne läuft, als hält ihre Bahn. Also läuft die Sonne, hat man geschlossen. Oder die berühmteste Bibelstelle war wohl Josua Kapitel 10, wo es heißt, Gott habe während einer Schlacht die Sonne angehalten, also hat sie stillstehen lassen, woraus man dann schloss, dass sie sich normalerweise bewegt. Also das waren diese Bibelargumente. Aus heutiger Sicht muss man sagen, die Bibel möchte hier an diesen Stellen offensichtlich doch gar nicht über Physik informieren, sondern sie spricht einfach so, dass die Leute verstehen, also was gemeint ist. Sie spricht sozusagen aus der Sicht des einfachen Volkes. In der katholischen Kirche kam es dagegen erst 1616 zu einem leichten Vorbehalt gegen Kopernikus. Und zwar nachdem Galilei meinte, diese These endgültig bewiesen zu haben. Während in Kopernikus' Buch nur von einer Hypothese die Rede war. Und daraufhin wurde das Buch etwa 200 Jahre lang nur noch in einer revidierten Form zugelassen. Also das Buch des Kopernikus wurde nicht ganz rausgenommen, es wurde revidiert an 11 Stellen wurde es leicht verändert, sodass man den hypothetischen Charakter des Modells noch mehr hervorgehoben hat. Übrigens hatten weder Kopernikus noch Galilei aus heutiger Sicht vollkommen recht, muss man auch noch dazu sagen. Die Sonne befindet sich ja, wie wir heute wissen, weder im Mittelpunkt des Alls, noch steht sie still, sondern sie kreist ja mit riesiger Geschwindigkeit um den Mittelpunkt unserer Galaxis. Ja, also auch die Säulenheiligen der Astronomie, die haben sich anscheinend ziemlich geirrt. Ist ja auch klar, sie hatten damals noch ganz andere Möglichkeiten, eben noch nicht so viele wie wir heute. Da muss man auch nicht immer genau ganz korrekt sein. Aber genau das hatte ja Galileo im Anspruch. Und über genau diesen Anspruch reden wir gleich nach einer kurzen Musikpause. Und auch darum, wie jetzt die Kirche mit Galileo umgegangen ist. War das wirklich ungerecht? Radio Horeb, Sie hören die Talk- und Musiksendung am Mittwochmittag. Unser Thema heute, das Astronomiejahr 2009, das internationale Jahr der Astronomie und damit verbunden die Frage, wie steht denn die Kirche zur Astronomie? Ist es denn wahr, was man immer mal wieder liest, dass die frühen Anfänge der Astronomie von der Kirche torpediert wurden, wo es nur ging und dass die Kirche generell wissenschaftsfeindlich
ist. Bei uns zu Gast dazu ist Herr Dr. Ludwig Neithart. Er ist Theologe und Mathematiker und er ist Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität in Augsburg. Herr Dr. Neithart, Sie haben uns vor der Musik schon auseinandergesetzt, was für Irrtümer denn da noch über die Kirche herumgeistern und auch, dass die Säulenheiligen der Astronomie, nämlich Kopernikus und Galileo, in ihren wissenschaftlichen Arbeiten so waren wie alle Wissenschaftler, nämlich nicht unfehlbar und dass sie sich auch öfter mal geirrt haben. Mir kam es jetzt bei der Recherche so vor, dass gerade Galileo Galilei diese Irrtümer eigentlich nicht einsehen wollte. Er hat nicht wie ein ordentlicher Wissenschaftler immer nur Hypothesen gebildet, also Vermutungen und die dann in den Raum gestellt, damit andere sie be- oder widerlegen, sondern er hat versucht, absolute Wahrheiten zu formulieren. Das sehe ich jetzt als Laie so. Sehe ich das denn falsch? Ja, das ist durchaus richtig, aber zu Galilei sollte man etwas mehr noch sagen. Also rund um die Gestalt des genialen Astronomen Galilei gibt es also auch einige Mythen, die immer wieder gern erzählt werden. Da werden also vor allen Dingen drei falsche Behauptungen oder Halbwahrheiten aufgestellt, die man immer wieder hört. Also Nummer eins ist, er sei hingerichtet worden. Das ist aber eine Verwechslung mit Giordano Bruno, über den wir vielleicht nachher auch noch reden können. Dann wird behauptet, er sei gefoltert worden oder er hätte Angst haben müssen, gefoltert zu werden. Und hätte deshalb seinen Thesen abgeschworen. Richtig ist hier, dass er seine These widerrufen hat, aber eben nicht aus Angst vor der Folter. Denn er war ja schon 70 Jahre alt damals bei diesem Prozess. Und ein über 60-Jähriger durfte nach damaligem Recht nicht mehr gefoltert werden. Also das ist auch ein Mythos. Und die dritte falsche Behauptung ist, er sei eingekerkert worden. Das stand auch jetzt wieder im neuesten Spiegel vom 2.2. dieses Jahres. Auch das stimmt nicht ganz. Seine Strafe war vielmehr der sogenannte Carcer Formalis, also zu Deutsch pro forma Gefängnis, das heißt Hausarrest. Er durfte also nicht mehr umherreisen, sondern musste die letzten Jahre seines Lebens in seiner Villa in Florenz verbringen. Da hat er aber ganz gut gelebt, er durfte Gäste empfangen und auch weiterforschen und hat hier auch sein physikalisches Hauptwerk verfasst in dieser Zeit und veröffentlicht. Aber wie kam es zu dieser Verurteilung? Da muss ich jetzt etwas ausholen. Die Geschichte begann im Jahre 1609, also vor genau 400 Jahren, als Galileo sich ein Fernrohr gebaut hatte und damit als einer der ersten Menschen den Himmel beobachtete. Das ist nebenbei gesagt ja auch der Grund, weshalb wir heute das Jahr der Astronomie begehen. Das ist also sozusagen das 400. Jahr, seitdem Menschen mithilfe von Teleskopen den Himmel erforschen. Was hat jetzt Galileo entdeckt? Er entdeckte mit seinem Fernrohr lauter damals unerhörte Dinge, Mondberge, Sterne in der Milchstraße, vier Jupitermonde, Saturnringe, Venusphasen und Sonnenflecken. Und ein Jahr später, also 1610, gab er dann eine Schrift heraus mit dem Titel Der Sternenbote und machte diese Entdeckungen bekannt und er sprach sich in dieser Schrift schon für das kopernikanische Modell aus. Er war dann mit einem Schlag berühmt und wurde dann ein Jahr später, jetzt haben wir 1611, nach Rom eingeladen, aber nicht etwa um verurteilt, sondern um geehrt und gefeiert zu werden. Er brachte sein Fernrohr mit, die Jesuiten in Rom, die Kardinäle, auch der Papst, damals Paul V., waren einfach begeistert. Papst Paul V. ließ noch nicht mal zu, dass Galilei vor ihm niederkniete, wie es das Protokoll eigentlich vorsah. Er wurde dann auch in die Accademia dei Lincei aufgenommen, das ist die Vorläuferin der heutigen päpstlichen Akademie der Wissenschaften, und wurde ganz einfach als hochberühmter Sternenforscher gefeiert. Das sah also alles sehr vielversprechend aus. Dennoch kam es zweimal dann zu einer Auseinandersetzung Galileis mit der Kirche, und zwar einmal 1616 und dann wieder 1633. Das erste Mal ging dieser Widerstand gegen Galilei nicht von der Kirche aus, sondern zunächst mal von seinen Fachkollegen, die wahrscheinlich aus gelehrten Neid gegen ihn opponierten, wie zum Beispiel der Mathematikprofessor Giovanni Maggini aus Bologna oder der Philosoph Ludovico delle Colombe aus Florenz. Die steckten auf einmal ihre Nase in die Heilige Schrift und suchten dort nach Beweisen gegen Galilei und Kopernikus. Und sie wurden fündig, sie fanden die gleichen Stellen, die 60 Jahre vorher auch schon die Reformatoren gefunden hatten, darüber haben wir gesprochen. Und durch die Verbreitung dieser biblischen Argumente wurden als nächstes die Volksprediger gegen Galilei aufgehetzt. Da war dann zum Beispiel der Dominikaner Tommaso Caccini aus Florenz, der dann von der Kanzel herab Galilei verdammte und in seinem Übermut sogar sagte, Mathematiker sollen aus der Kirche ausgeschlossen werden, alle Mathematiker. Das war natürlich Unsinn und der Generaloberer hat ihn dann auch zurückgepfiffen und Galilei öffentlich in Schutz genommen.
Aber dieser Caccini hat dann eben den Galileo angezeigt und jetzt musste Galileo sich verteidigen. Galileo hat sich auch gut verteidigt, indem er sagte, die Bibel könne zwar nicht irren, wohl aber die Kommentatoren. In Wirklichkeit haben Bibel und Natur denselben göttlichen Autor, so sagte er, sie widersprechen sich nicht. Und wie ich auch vorhin schon sagte, die Bibel spricht eben nicht die Sprache der Physik, sie will nicht naturwissenschaftlich belehren, sondern so reden, dass es jeder versteht. Das war also Galileis These und da hat er natürlich völlig recht. Er hat da sogar einen Kirchengeschichtler zitiert, den Baronius, welcher sagte, also die Bibel lehrt nicht, wie der Himmel sich bewegt, sondern wie man in den Himmel kommt. Und also damit hatte Galilei natürlich völlig recht. Und der Papst hat nun Kardinal Bellarmin beauftragt, sich mit dem Fall Galilei zu beschäftigen. Robert Bellarmin war damals eine sehr intellektuell hochstehende Persönlichkeit und zugleich ein liebenswürdiger Mensch. Er wurde 1930 heilig gesprochen. Bellarmin verstand sich mit Galilei sehr gut. Er gab ihm recht, man muss die Bibel uminterpretieren, wenn es wirklich Beweise für die Erddrehung gäbe. Aber er verlangte, Galilei müsse dies beweisen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, Galileis Argumente für das heliozentrische System des Kopernikus waren in der Tat falsch. Da hatte also Bellarmin den Finger in die Wunde gesteckt. Als seinen Hauptbeweis betrachtete Galileo nämlich die Gezeiten der Meere, also Ebbe und Flut. Aber wie heute jedes Kind weiß, ist dafür nicht die Erddrehung, sondern die Anziehungskraft des Mondes verantwortlich. Weitere Argumente waren die im Fernrohr sichtbare Bewegung der Sonnenflecken, aber die zeigen eben nur die Drehung der Sonne um sich selbst und nicht die Drehung der Erde an. Oder ein drittes Argument war, dass die Planeten sich periodisch der Erde nähern und wieder entfernen. Das kann man im Fernrohr sehen, die werden mal größer, mal kleiner. Aber das ist auch mit dem Modell der ruhenden Erde vereinbar, besonders wenn man es modifiziert, also wenn man zum Beispiel das Modell Tycho Brahes nimmt, wo die Erde auch stillsteht. Will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Und dann ein weiteres Argument waren die Venusphasen. Also im Fernrohr zeigt sich, die Venus ist manchmal halb zu sehen, manchmal sichelförmig, so wie der Mond auch Phasen hat. Aber das zeigt eben höchstens, dass die Venus sich um die Sonne dreht und nicht aber die Erde. Also alle sämtliche Argumente, die er brachte, waren unzureichend. Wenn man das so bedenkt, kann man eigentlich sagen, ironischerweise war der Naturwissenschaftler Galilei hier der bessere und vorsichtigere Theologe. Er hat nämlich die Schriftstellen vorsichtig ausgelegt, so wie wir das heute auch tun. Und dagegen war der Kardinal Bellarmin der bessere, vorsichtigere Naturwissenschaftler. Also Ironie der Geschichte. Bellarmin hat nun also nur von Galilei verlangt, er solle den Kopernikanismus nicht mehr als Tatsache lehren, sondern nur noch als Hypothese, das bedeutet als unbewiesene Möglichkeit behandeln, so lange, bis er wirklich Beweise vorlegen könne. Und das war sozusagen das Ergebnis dieses ersten Prozesses und Galilei hat dem zugestimmt und hat sich auch 16 Jahre lang daran gehalten und damit war die Sache zunächst erledigt. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Zusammenstoß zwischen Galileo und der Kirche. Das geschah also im Jahre 1633. Zunächst schien es auch wiederum überhaupt nicht so, als würde es überhaupt einen Konflikt geben. Der neue Papst nach dem Tod Pauls des V., das war Urban der VIII. Und der war zunächst mal Galileo noch mehr zugetan als Paul der V. Paul der V. war ja der Papst, der es nicht zugelassen hat, dass Galilei vor ihm niederkniet. Urban der VIII. War ein Studienfreund Galileos gewesen und ein großer Bewunderer von ihm. Er hatte als Kardinal sogar ein Gedicht geschrieben, in dem er Galileo gefeiert hat. Und nachdem er jetzt Papst war, hat er ihm 6-mal lange Audienzen gewährt, hat mit ihm diskutiert, hat ihn ermutigt, seine Thesen weiterhin als Hypothesen zu vertreten und auszubauen. Und der Gipfel von allem ist eigentlich, dass 1630 der Papst sogar dem Galileo ein kirchliches Stipendium gewährt hat, also 40 Scudi jährlich auf Lebenszeit, um ihm Gelegenheit für seine Studien zu geben. Und das war ungefähr 2/3 seines Professorengehaltes, was er praktisch ohne Lehrverpflichtung bekommen hat. Nur bestand eben der Papst darauf, Galileo müsse sich darauf beschränken, das kopernikanische Weltbild als Hypothese und nicht als bewiesene Wahrheit darzustellen. Und nun hat Galileo Folgendes gemacht, er hat diese ganzen Ermahnungen in den Wind geschlagen und hat dann in italienischer Sprache so einen Dialog verfasst über die wichtigen Weltsysteme. In diesem Dialog treten 3 Personen auf, die streiten über das richtige Weltbild. Der dümmste von diesen dreien heißt Simplicio, das heißt zu Deutsch der Einfallspinsel. Und dieser trägt eben die Züge von Papst Urban dem VIII.
Also er hat ihn da verulgt, den Papst, und hat am Ende dann sogar Argumente des Papstes diesem Simplicio in den Mund gelegt. Also das war in gewisser Weise eine Provokation von Galileo. Als er dann überdies noch die Verwegenheit besaß, in dem Buch fälschlich zu behaupten, er hätte die römische Druckerlaubnis dafür erhalten. Das hatte er nämlich nicht. Er hatte zwar sogar eine kirchliche Druckerlaubnis, aber nur in Florenz hat er die bekommen, nicht in Rom. Das hat er aber reindrucken lassen. Und dann hat er das Buch noch dem römischen Inquisitor persönlich hingesendet und auch dem Papst. Und da riss den Leuten natürlich der Geduldsfaden. Das Buch wurde beschlagnahmt, der Prozess wurde eröffnet. Und so kam Galileo dann nach Rom und wurde vorgeladen. Und auch jetzt wurde er noch zuvorkommend behandelt, wie schon gesagt, nicht eingekerkert, sondern nur zum Hausarrest verurteilt, nachdem er dann abgeschworen hatte. Ja. Und er bestritt dann den Kopernikanismus als Tatsache gelehrt zu haben. Er leistete den Schwur, nicht mehr kopernikanisch zu lehren, und sagte sich jetzt auch von der Lehre los, dass die Sonne bewegungslos sei und die Erde sich bewege. Das ist natürlich jetzt etwas, wo man drüber streitet, was ist da geschehen. Ich denke, dass Galileo es wirklich ernst gemeint hat, also dass er hier nicht heuchelte, sondern dass seine Abschwörung als einen Akt kirchlicher Loyalität verstanden hat, den er sozusagen guten Gewissens, wenn auch schweren Herzens, vollziehen konnte. Denn diese trotzige Bemerkung, die er nach der Verurteilung gemacht haben soll, und sie bewegt sich doch, die Erde bewegt sich doch, das ist eine unbewiesene Legende. Tatsache ist, dass Galileo also zeitlebens ein gläubiger Katholik war. Er hat auch Wallfahrten unternommen und so weiter, also war wirklich gläubig und wollte das auch bleiben über den Prozess hinaus, bis an sein Lebensende. Er starb im Beisein von zwei Priestern, die ihn mit den Sterbesakramenten versahen. Dass seine Unterwerfung unter das kirchliche Urteil ernst gemeint war, das kann man auch als, aus Briefen erschließen und aus Äußerungen, die er dann privat gemacht hat, wo er dann zum Schluss sagt, ja, also es ist wirklich nicht bewiesen, welches der beiden Modelle richtig ist. Es kann sein, dass Gott in seiner Allmacht die Erde stillstehen lässt, obwohl verschiedene Beobachtungen das Gegenteil zu zeigen scheinen. Also er war da sehr vorsichtig dann geworden. Die Tragik an dieser Geschichte ist eben nur, dass die kirchlichen Richter hier am Ende eben doch Unrecht hatten. Ne? Aber wichtig ist für uns Katholiken hier die Einsicht, dass diese Position, die die Kirche dann dem Galileo nahegelegt hat, keinesfalls ein unfehlbares Dogma der Kirche war. Also, dass die Erde sich bewegt und die Sonne stillsteht. Das ist kein Dogma der Kirche gewesen, denn ein Dogma muss ja vom Papst oder Konzil feierlich verkündet werden, was hier nicht geschehen war. Deswegen wurde Galileo auch nicht als Heretiker oder Irrlehrer verurteilt, sondern nur als einen der Irrlehrer-Verdächtiger, wie es hieß. Und zudem war die Verurteilung auch nicht vom Papst persönlich unterschrieben. Es war also bloß ein Vorgang einer römischen Behörde, die von einem Kardinalskollegium mit 7-3 Stimmen entschieden wurde. Vielleicht als letztes noch der Gedanke, damals haben fortschrittliche Wissenschaftler wie Pascal, Descartes und Francis Bacon dieses kirchliche Urteil auch genauso gesehen und sie haben es akzeptiert. Die haben nämlich gesagt, es ist eigentlich vernünftig zu sagen, wir müssen den Heliozentrismus als Hypothese behandeln, so lange, bis wir dafür überzeugende Beweise haben. Also die damaligen Wissenschaftler waren auch dieser Meinung. Jetzt hat sich aber Papst Johannes Paul II. 1992 sogar bei Galileo entschuldigt. Das heißt, er hat zugegeben, dass die Kirche in der Sache Galileis im Unrecht war. Stimmt das so? Ja, Papst Johannes Paul II. Hat die Päpstliche Akademie der Wissenschaften gebeten, den berühmten Fall nochmal aufzuarbeiten. Und so nach 10-jähriger Arbeit hat er dann 1992, wie Sie schon sagten, eine Rede gehalten, die oft so verkürzt als eine bloße Entschuldigung dargestellt wird. Tatsächlich ging es eben dem Papst darum, das gegenseitige Missverstehen von Wissenschaft und Kirche zu heilen. Er hat also wirklich davon gesprochen, das Ganze sei ein tragisches, gegenseitiges Unverständnis gewesen, das da geherrscht habe. Ja, der Galileo wurde am 2. November 1992 dann formal rehabilitiert. Das heißt, es wurde festgestellt, dass der Urteil des Prozesses nicht rechtmäßig war, dass man sich da geirrt hat. Und inzwischen ist es vielleicht interessant, sieht es sogar so aus, dass Galileo zunehmend zu einem Vorbild avanciert, sodass also derselbe Galileo, der bislang Symbolfigur für den Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft war, in Zukunft möglicherweise auch als Vorbild für eine fruchtbare Zusammenarbeit von Glaube und Naturwissenschaft stehen könnte. Das hat schon Papst Paul VI.
gesagt, er hat 1965 erklärt, das katholische Volk solle den Glauben Galileis nachahmen. Und Benedikt der 16. hat am 6. Januar diesen Jahres in seiner Predigt zum Dreikönigstag hervorgehoben, dass man auf den Spuren Galileis Glaube und Vernunft miteinander verbinden kann. Und schließlich hat Bischof Gianfranco Ravasi, der Kulturminister des Vatikan, erklärt, Galileo könne in Zukunft der ideale Schutzpatron für den Dialog zwischen Wissenschaft und Glaube werden. Also ich halte das für durchaus berechtigt, denn Galileo war eben zeitlebens gläubig. Er hat auch das Verdienst, die Bibel besser interpretiert zu haben als damals die Kardinäle. Und er hat auch wunderbare Gedanken formuliert, wie zum Beispiel den, dass die Natur eine Art Buch ist, dessen Autor Gott ist. Galileo also durchaus auch ein Gläubiger, ein teilweise auch demütiger Mensch, genauso wie auch Kopernikus. Gehen wir doch mal auf einen anderen Fall ein, der von Demut nun überhaupt nichts hat, nämlich Giordano Bruno. Bruno, das war ein Dominikanerpater, der allerdings die Gottheit Jesu Christi geleugnet hat und sich auch sehr fasziniert von Okkultismus gezeigt hat. Seine Hauptthese ist inzwischen, soweit ich weiß, auch von der Astrophysik widerlegt, nämlich, dass das Weltall, die Welt der Materie, unendlich sei und auch ewig wäre. Pantheismus nennt man das. Und wenn alles, wirklich alles aus Materie besteht, dann gibt es ja keinen Platz für einen nichtmateriellen Gott oder ein Jenseits, soweit mal die Lehre, soweit ich sie verstanden habe. Dass diese Lehre die Kirche gestört hat, das kann man sich jetzt denken. Ist Bruno deshalb am Ende auf dem Scheiterhaufen gelandet? Giordano Bruno war ja kein Naturwissenschaftler, sondern ein Dominikanermönch, der seinen Orden verlassen hat und als freier Philosoph durch die Lande zog, der sich mit allen christlichen Konfessionen überwarf und der im Jahre 1600 in Rom als Ketzer verbrannt wurde. Man liest jetzt in den meisten populärwissenschaftlichen Büchern, Bruno sei verurteilt worden, entweder weil er lehrte, das All sei unendlich, was wir ausgeführt haben, oder weil er das heliozentrische Weltbild lehrte. Beides ist mit Sicherheit falsch. Bruno hat so ziemlich alles geleugnet, was der Kirche heilig ist, einschließlich der Dreifaltigkeit Gottes, der Gottessohnschaft Jesu Christi. Er war definitiv vom christlichen Glauben abgefallen und verehrte einen pantheistischen Gott, dessen sichtbare Natur das unendliche Weltall sei. Er behauptete auch, dass Magie nützlich und zulässig sei, die heilige Messe dagegen unnütz und so weiter und so weiter. Vielleicht sollte ich noch nennen Brunos kaum bekannte Attacken gegen das Christentum. Zum Beispiel in seinem Buch Die Vertreibung der triumphierenden Bestie von 1584. Also diese Attacken sind eigentlich beispiellos in ihrer Art. Er beschreibt Jesus Christus dort als einen verächtlichen, gemeinen und unwissenden Menschen, der alles entwürdigt, geknechtet und in Verwirrung gebracht und das Unterste zu Oberst verkehrt, die Unwissenheit anstelle der Wissenschaft gesetzt hätte, der den echten Adel zu Unehren und die Niederträchtigkeit zu Ehren gebracht habe und so weiter und so weiter. Zwar sprach Bruno diese Schmähreden nur verdeckt aus und sagte im Vorwort dieser Schmähschrift sicherheitshalber, dass das, was er da schreibt, nicht seine wahre Meinung sei. Auch nannte er Christus nicht beim Namen, sondern bezeichnete ihn als Orion, merkwürdigerweise. Aber es ist doch deutlich erkennbar, wen und was er meinte. Welche seiner Behauptungen nun der Hauptgrund für seine Verurteilung war, wissen wir nicht mit Sicherheit, da die Prozessakten Brunos zum großen Teil verschollen sind. Das liegt daran, dass der Kaiser Napoleon sie im Jahre 1810 beschlagnahmte. Der hat also große Teile des Vatikanischen Archivs beschlagnahmt und nach Paris mitgenommen und 1816 nur einen kleinen Teil der Kirche zurückgegeben. Teile dieser Akten sind in Paris an Liebhaber verkauft worden und tauchten dann später auch bei Marktleuten in Paris auf, die das vermeintliche Altpapier zum Einwickeln verwendeten und so. Also diese wertvollen Dokumente sind unwiederbringlich verloren. Dass nun Bruno wegen seiner Unendlichkeitslehre allein oder erst recht wegen des kopernikanischen Weltbildes allein nicht hingerichtet worden wäre, das lässt sich also durch mehrere sehr einleuchtende Gründe beweisen. Wäre zum Beispiel Bruno im Jahre 1600 wegen des heliozentrischen Weltbildes hingerichtet worden, dann wäre es ja doch unmöglich, dass Galileo 10 Jahre später genau dasselbe lehrte und daraufhin vom Papst und von den Kardinälen als berühmter Sternenforscher gefeiert wurde. Wir haben das ja am Anfang genannt. Also zunächst wurde er gefeiert, trotz dieser kopernikanischen These. Auch wäre Galileo nicht so forsch aufgetreten. Und schließlich ist das kopernikanische Weltbild zur Zeit Brunos noch nicht kirchlich beanstandet worden. Es wurde ja zur gleichen Zeit an kirchlichen Universitäten sogar gelehrt. Und
Erst 16 Jahre nach dem Tod von Brunus geriet es ein bisschen in die Kritik. Aber das beste Argument ist wohl dies, dass sowohl Galileo als auch Kepler, zwei hervorragende Vertreter des heliozentrischen Weltbildes, sich von Bruno scharf distanzierten und offenbar mit seiner Hinrichtung einverstanden waren. Also das kann nicht sein. Und diese zweite Behauptung, er sei hingerichtet worden wegen der These von dem unendlichen All, die kann auch nicht wahr sein. Denn das Gleiche haben auch andere vertreten. Der berühmteste Vertreter dieser These war ja 100 Jahre vorher Kardinal Cusanus, ein Kardinal der katholischen Kirche, der also dafür nicht behelligt wurde. Cusanus hat sogar auch gemeint, es gäbe auf anderen Planeten Lebewesen und so weiter. Auch das wurde kirchlich nicht beanstandet. Übrigens glaubt auch der heutige Direktor der Vatikanischen Sternwarte, der Jesuitenpater und Astronom José Funes, dass es im All möglicherweise auch noch auf anderen Planeten Leben gibt. Also ich glaube das persönlich nicht, aber Tatsache ist jedenfalls, dass diese These kirchlich nicht beanstandet worden ist, zu keinem Zeitpunkt. Vielleicht ein interessanter Punkt ist noch, dass zwei Tage nach der Hinrichtung Brunos in der römischen Zeitung Avisi di Roma ein Artikel über seine Hinrichtung erschien. Und dort hieß es einfach, ja, vor zwei Tagen ist jetzt Bruno hingerichtet worden. Und als Grund wird in der Zeitung nur genannt, er hat Dogmen gegen unseren Glauben fabriziert, besonders gegen die heilige Jungfrau und andere Heilige. Punkt. Das ist also alles, was der Leser da erfährt. Keine Rede vom unendlichen All und vom kopernikanischen Weltmodell. Vielleicht lassen Sie mich noch eins sagen zu Bruno. Im Jahre 2000 hat der päpstliche Kulturrat die Hinrichtung Giordano Brunos für Unrecht erklärt. Der Grund dafür ist, dass nach heutiger Einsicht natürlich immer Unrecht ist, wenn ein Mensch wegen seines Glaubens, hingerichtet wird. Aber die immer wieder geforderte vollständige Rehabilitierung Brunos nach dem Muster der Rehabilitierung Galileos ist meiner Meinung nach unmöglich, weil er eben im Unterschied zu Galileo in wirklich fundamentalen Punkten vom Christentum abgewichen ist. Und hier kann die Kirche Bruno natürlich nicht recht geben. Es würde auch wohl Bruno selbst nicht wollen, dessen freiwillige Abgrenzung von Kirche und Christentum wir respektieren sollten. Nach all diesen Abgrenzungen zwischen den Mythen, die man so über die frühen Astronomen immer mitbekommt, und dem, was wirklich passiert ist, wie steht denn die Kirche dieser Wissenschaft heute gegenüber? Gibt es denn heute noch Konflikte zwischen dem Glauben und der Astronomie? Also ich sehe heute ein sehr, sehr positives Verhältnis. Betrachten wir zum Beispiel die moderne Urknalltheorie. Man meint oft, die Kirche müsse dagegen sein. In Wirklichkeit ist ja die Urknalltheorie 1931 von einem Astrophysiker aufgestellt worden, der zugleich katholischer Priester war, der Abbé Georges Lemaître. Diese Theorie besagt ja, dass das Weltall vor endlicher Zeit aus dem Nichts entstanden ist und kommt insofern doch dem christlichen Weltverständnis sehr entgegen. Die Reaktion von Papst Pius XII. Damals war sehr, sehr positiv. Das ist die Theorie, die wir von der Wissenschaft erwartet haben, rief er begeistert aus. Mittlerweile gibt es neue spannende Theorien, die versuchen, noch hinter den Urknall zurückzufragen. Diese Theorien, wenn sie recht hätten, würden die Schöpfung eben noch weiter zurückdatieren, aber nicht überflüssig machen. Auch der Physiker Stephen Hawking gibt ja zu, selbst wenn es gelingen würde, die ganze Entwicklung des Alls formelmäßig zu verstehen, dann bliebe am Ende immer noch die Frage, wer haucht diesen Formeln Leben ein und wer liefert ihnen ein Universum, das sie bestimmen können. Diese Frage bleibt also auf jeden Fall und sie ist nur von der Religion her zu beantworten. Somit kann man sagen, dass heute die Bereiche zwischen Naturwissenschaft und Glaube sauber aufgeteilt sind und dass aus dem einzigen Konflikt eigentlich nur noch ein Dialog werden kann, von dem beide Seiten profitieren. Glauben Sie, der Spiegel hat das auch mitbekommen? Ich denke, der ist noch nicht so weit. Ne? Der Spiegel, also was da immer behauptet wird, das ärgert mich immer sehr. Wie gesagt, am 2.2. hat er auch wieder behauptet, Bruno wäre hingerichtet worden wegen seines Weltbilds, Galileo wäre eingekerkert worden. Diese ganzen Vorurteile werden da immer wieder kolportiert. 2009 ist jetzt das Jahr der Astronomie. Papst Benedikt XVI. Hat sich zu Jahresbeginn da auch sehr ausführlich dazu geäußert. Was kann man denn als Christ aus dieser Zeit mitnehmen? Dem Christen nur empfehlen, sich mal ein wenig mit den faszinierenden Aussagen der Astronomie zu beschäftigen. Oder vielleicht auch mal selbst, wie vor 400 Jahren Galileo, mit einem Teleskop in den Himmel zu schauen. Ich denke, weit entfernt davon, dem Glauben abträglich zu sein, kann das Anschauen der Wunder der Schöpfung dort oben am Himmel uns einen neuen Zugang auch zum Glauben an Gott eröffnen. Denn diese großen Weiten, diese Naturwunder lassen uns doch die Größe des Schöpfers erahnen.
Nicht umsonst heißt es ja auch in der Bibel, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Dr. Ludwig Neithardt, dass Sie bei uns zu Gast waren. Mathematik- und Religionslehrer am Maria-Theresia-Gymnasium ist er und Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität in Augsburg. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir konnten hier in dieser Sendung ein paar Missverständnisse aufklären und einen Einblick geben in die faszinierende Welt der Astronomie und der Geschichte der Astronomie. Seien Sie also eingeladen, an diesem internationalen Jahr der Astronomie teilzunehmen. Beteiligen Sie sich, schauen Sie doch mal nach, was in Ihrer Stadt dazu alles Interessantes angeboten wird. Viele Kongresse und Veranstaltungen beschäftigen sich mit dem Jahr der Astronomie. Und mit einem Blick in den Himmel verabschiede ich mich auch. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie dabei sind hier bei der Talk- und Musiksendung. Bei uns geht's gleich weiter mit den Weltnachrichten und anschließend mit der Sendereihe Spiritualität.